So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Es brisiert, normalerweise warte ich ja immer, bis ich ein paar Sachen zusammen habe, wenn ich weiß, ich habe selber was bestellt oder jemand hat angekündigt, dass er was schicken will. Jetzt brisiert es aber so sehr, dass ich heute nur ein einzelnes Paket habe, denn da ist was Selbstgemachtes drin von der Bierschanga. Die hat gesagt, wäre gut, wenn du das bald auspackst und nicht 3 Jahre stehen lässt. Jetzt packe ich das hier aus im November. Bis ihr das Video seht, ist wahrscheinlich wieder November, aber das Jahr drauf. Erstmal richtig Dankeschön an Bierschanga, dass sie hier was geschickt hat. Und dann auch noch in so einem super genialen Karton. Der ist nämlich von Samyang Bulldog. Und das ist ein Curry. Ein Curry-Karton. Also da steht zumindest Curry drauf. Was da drin ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da wohl ein paar selbstgemachte Soßen von ihr drin sind. Was aber noch drin ist, weiß ich nicht. Ich hab's doch eben schon erzählt. Deswegen machen wir es jetzt erstmal auf. Gucken hier rein. Adi Schatz ist auch da. Der ist aber irgendwie da oben. Jetzt ist er runtergehüpft. Und schauen wir mal, was es sich hier hat einfallen lassen. Bitte nicht Rückseite dieser Zettelfilm steht da. Da filmen wir mal die Vorderseite. Dann gucken wir mal hier hinten. Gutschein. Okay, ich mach mal das Ding weg. Was ist denn jetzt hier eine Rückseite? Rückseite von dieser? Nee. Da ist ein Gutschein für Marzipanherzen. Das lege ich mal zur Seite. Dann ist hier ein Zettel. Hey, du Knalltüte, viel Freude am Durchprobieren. Süßes für Marie. Das schmeiße ich gleich weg. Plus Sandra. Gut, Sandra kriegt das Süße. Menschlich bleiben, fühlt euch geherzt. Courtney. So, warum ich das gleich wegschmeiße? Ich mache mir nur Sorgen um Marie, ihren Gesundheitszustand und um ihre Zähne. Das ist das Wichtigste. Ach so, das sind gar keine Gutscheine oder was? Das ist einfach nur ein Zettel, der halt dafür da ist, dass man da drauf schreibt. Also es geht eigentlich nur um die Texte, die da stehen. Das heißt, ich kriege gar keine Marzipanherzen, dann halt nicht. Nur gültig bis Dezember 21. Oh, jetzt hätte ich es auch erkannt, dass das schon abgelaufen ist. Gläser, Soßen dürfen nicht zischen, prickeln. Optimal wäre Knacksgeräusch. Okay, also wenn es zischt und prickelt, dann war es wohl Prosecco. Obere farbliche Veränderungen sowie Flüssigkeitsansammlung sind normal durch Lager und Standzeit. Haben wir mal einen und draus gemacht. So, Rückseite dürfen wir nicht filmen. Gutschein für eine super geniale Creme. Gesichtspflege. Wir können es ja vorlesen. Dann hat sie mir richtig stark. Guckt euch das mal an, diese ganzen Samyang-Nudeln. Hier ist ein 5er-Pack Cheese drin. Hier ist ein 5er-Pack Too Spicy drin. Dann haben wir hier ein 20er-Pack, die White Edition von Samyang. Dann haben wir hier Samyang Wasabi-Nudeln, ganz viele. Was heißt, ich stelle den Karton mal neben mich. Adi Schatz. Da können wir ja jetzt was draus machen. Den Karton nämlich hier hinstellen. Und den Adi Schatz, der ist ja krank, deswegen muss der Spaß haben, indem er mal hier in den... So, das war auf jeden Fall jetzt Spaß für den Adi Schatz. Jetzt können wir es wieder wegschieben und können mal da reingucken, was da jetzt noch drin ist. Da ist so Verpackungsmaterialzeug. Dann habt ihr hier eine schöne Chili-Nuss-Soße. Eine Chili-Nuss-Soße in so einer, das ist bestimmt so eine Milchflasche hier, oder? War da mal Milch drin? Erdbeermilch, Bananenmilch, eine Chili-Nuss-Soße. Sehr interessant. Ich liebe Biangas-Soßen. Dann haben wir einmal die Samyang 3 Spicy. Da habe ich noch etliche Packungen bei mir. Irgendwie schicken wir die uns immer hin und her. Das ist Füllmaterial, ein Karo-Pack. Nicht öffnen, also weg damit. Das ist Füllmaterial, wie gesagt. Wir haben hier noch eine Flasche drin. Mit. Sieht aus wie hier so hier Nutella, wo oben aber so Milchcreme drauf ist. Das ist ein Apfel-Zwiebel-Schmalz. Das ist was für meine Tante, glaube ich. Schmalz. Ich bin jetzt nicht so der schmalzige Typ, aber ich werde mir auch mal ein Fettbrot gönnen.
Gerade zur Meile war das ja die Rede von immer Fettbrot. So, für die nächsten Tee-Streams. Ganz viele Teebeutel hier. Bestimmt immer 3 Stück von einer Sorte für die nächsten Tee-Streams. Das ist cool. Ich wusste nämlich letztens schon gar nicht mehr, was ich überhaupt hier für Tee machen soll. Weil da war nur Stilltee und Schwangerschaftstee und so Zeug. Dann haben wir hier Bierschangas Lecho. Lecho ist auch was, was jeder kennt, glaube ich, und man einfach essen kann. Wenn das Lecho ist, da am besten mal ein schönes Schnitzel dazu oder so, dann da oben drauf zimmern. Dann haben wir hier, oh mein Gott, ein Pikachu. Ein Plastik-Kunststoff-Pikachu, da kann man eigentlich hier drauf drücken und irgendwie schlackert das. Halb mit den Ohren, aber irgendwie klemmen die Ohren wahrscheinlich, schlackert sonst mehr. Das ist auf jeden Fall cool. Das wird hingestellt, das sieht auch richtig fröhlich aus. Bei Plüschtieren von Pokémon zum Beispiel finde ich die meisten absolut hässlich. Ich habe zwar hier so ein Artischatz, genau, ich habe zwar hier so ein Pikachu liegen, was schläft, was 50 Euro kostet hat, aber diese normalen Plüschtiere von Pokémon finde ich immer absolut hässlich. Das ist cool, das ist cool, das gefällt mir. Dann haben wir Mango, Papaya, Chili-Ingwer-Soße. Wir müssen bald mal einen riesen Bier-Shanga-Soßentest machen mit Nuggets. Dann haben wir hier schon wieder diese blöden Potato-Rahmen von Samyang mit einer Chevy-Textur. Da hat Genaya damals gegeben, dann hat sie sich selber bestellt, hat mir aber nochmal gegeben, dann hat sie keine gehabt. Jetzt kriege ich von Bier-Shanga nochmal. Das ist ja auch wie so eine Kartoffelsuppe. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber weiß ich eh nicht mehr, wie es schmeckt. Muss ich also eh nochmal probieren. Und ja, hä? Ja, einfach. Feurig, was ist das denn? Bier-Shangas Special Ramses Chili Salz. Da blickst du nicht durch. Ich dachte, das ist hier so Badesalz für die Badewanne. Oder es ist halt eine Kerze, die du oben anzündest und die dann so runterbrennt. Ansonsten Chili-Salz, da sind ganz viele verschiedene Salzschichten drin. Das sieht cool aus als Deko. Ich benutze doch nie Salz. Vielleicht muss ich mal, auch wenn der Ismo mal kommt, kann ich sagen, Ismo, du bist doch so ein Salzfreund. Guck mal hier, Salz. Und dann stirbt er, weil es war ja Chili-Salz. Dann haben wir hier ein Melting Snowman. Oh wow, Chocolate von Wabi. Bring mich zum Schmelzen. Ich habe schon mal so ein Ding irgendwo gesehen. Das war aber, glaube ich, ein Küken in einem Ei, was auch Schokolade war zum Schmelzen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ist beim Umzug irgendwo in einem Karton verschwunden. Das ist auch so ein Teil. Hier steht ja auch Schokofigur in 200 Milliliter heiße Milch geben. Erlebe deinen Oh-Wow-Moment. Umrühren und genießen. Man, das schwimmt hier in der Tasse. Umrühren und dann zack, wie die Titanic. Gefüllt mit Schokochips und Mini-Marshmallows. Es ist jetzt November, es kommt der Dezember. Da sind heiße Nächte vor dem Kamin angesagt. Da eine schöne Schokolade. Eigentlich trinke ich ja keinen Kakao, da kriege ich immer Durchschiss. Aber da eine schöne Schokolade mit dem Schneemann drin, das muss sein. Sauer macht lustig. Jankas Citro-Rebelli kühlen. Schütteln. Jankas Citrobelli. Heißt das Citrobelli? Ist das mit Alkohol? Oder ist das Saft? Ist das Limo? Das werden wir auch irgendwann mal probieren. Ein Citrobelli. Nennen sie einfach Citrobelli. Belly. Belly to back. Belly. Belly. Oh! Tuborg Weihnachtspilzner. Das habe ich letztens auch wieder irgendwo gesehen. Habe ich mir 2 Dosen mitgenommen mal für einen Montagstream. Da sind Erinnerungen dran, als wir nämlich damals zum Thanksgiving-Event in Pokémon Go 2016 in Jena waren und haben den Envil besucht, ein Musikkollege, der auch beim NR-Battle mitgemacht hat, gab es dieses Tuborg Pilzner. Da war die Dose aber breiter und nicht so ganz hoch. Mittlerweile sind die halt dünner und dafür länger. Das war richtig stark. Da habe ich mit dem Envil abends immer gechillt und da haben wir immer Tuborg Weihnachtspilzner getrunken. Danke Bier-Shanga, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Bier. Ich kenne das, ich weiß zwar nicht mehr, wie es schmeckt, aber ich kenne es und es hat halt Tradition und deswegen muss man es schon aus Traditionsgründen ja so lieb haben. Dann haben wir einen Tomaten-Chutney. Chutney. Was macht man mit einem Tomaten-Chutney? Schreibt es mal in die Kommentare. Da das ja so zum Essen ist, würde ich sagen, es ist Tomate. Machst du Nudeln, kippst dir die Brühe drüber, fertig. So einfach ist das.
Da mache ich mir gar keinen Lachs mehr. Das ist so, wie es kommt. Ne? Dann haben wir hier ein blödes Huhn an so einem Chubby Chick. Kann man da jetzt hier so drücken? Oh, oh, guck dir den an, wie der... Wow, da hat er einen ganzen Überschlag gemacht. Also der ist auf jeden Fall... Fast wäre er noch oben geblieben. Der ist auf jeden Fall sportlich unterwegs. Dann ist was Süßes. Das muss ich vernichten. Dann haben wir... Noch ein Glas oder eine Flasche. Nee, noch ein zweites Tuborg Weihnachtspilsner. Für Montagstream bestens geeignet. Zwei Dosen, vor allem sind das nicht 0,5 Liter, sondern 0,568 Liter. 0,568 Liter. Hier habt ihr Würzöl aus nativem Olivenöl extra mit Piri Piri extra scharf. Ich habe schon mal irgendwie Piri Piri, ich glaube aber Pulver, irgendwo im Schrank gehabt. Das ist beim Umzug auch mitgekommen und fliegt irgendwo rum. Das ist Chiliöl mit Piri Piri. Das sieht richtig brutal, richtig rot, richtig feurig aus. Öl kann ich gefühlt auch eigentlich nichts mit anfangen. Haben wir früher mal Salate gemacht, wo ich immer Chiliöl rein habe, aber mir war dann so schlecht, weil das halt einfach so extrem ölig war, weil ich immer so viel reingemacht habe von dem Chiliöl. Deswegen Öl ist halt Öl, ne? Dann haben wir hier ein Glas, das ist gerade ein bisschen nass. Da steht nichts auf dem Deckel, da steht auch nichts am Glas an sich. Das könnte jetzt einfach Apfelmus sein, selbstgemachter. Oder wer Bier Schanga kennt, ist das vielleicht einfach ein Apfelzwiebel-Chutney, wie auch immer. Damit ihr denkt, ach, es ist was Süßes, ach nee, es ist doch was Herzhaftes. So, dass einfach keiner mehr durchblickt dann, was es im Endeffekt ist. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Da ist noch Pappel drin, da ist noch anderes Zeug drin, Füllmaterial, Gedöns. Da ist noch mal so Pappzeug drin. Das hat sie auf jeden Fall gut verpackt, dass an sich gar nichts kaputt gehen kann. Adi, das ist schön, oder? Wenn wir die ganze Pappe raus haben. Hey, jetzt freue ich mich gerade, stand noch das Süße für Marie und für Pupsi? Was denn? Hier diese Perlen? Also kann Pupsi nichts mit anfangen, das ist wohl doch dann für Marie, damit wir wieder zum Arzt müssen, wieder in die Zahnklinik, weil wieder die Krone rausgefallen ist. Letztens Krone rausgeflogen, nach Halloween, Halloween-Süßigkeiten, Kaugummi, Krone raus, Kaubonbon, Krone raus. Klinik gefahren, Klinik gewesen, Krone eingesetzt, Schmerzen, sie ist gestorben, gefühlt. Eine Woche später, Krone wieder raus. Wieder in die Klinik, wieder den ganzen Tag da rumgesessen, kriegst ja keinen Termin so schnell. Ist aber Notfall, ist ja offen, muss ja zu. Deswegen, seitdem, ich würde am besten alles Süße auf der Welt vernichten, damit das kleine Geschöpf beschützt wird und damit es vor allem nicht immer so aufgedreht ist und so nervt, weil es halt nicht so viel Zucker kriegt. Aber guck mal, wie cool das ist. Das ist eigentlich was für ein Isvo hier mit so einem Schicken, der das so hin und her wackelt und macht. Also das wahrscheinlich dann für Marie, vielleicht ist dann dieser Drink Schneemann, vielleicht ist der für Sandra, so im Kakao. Da kann ich bestimmt mal probieren und ihr eine Freude machen. Und ansonsten, ja, hier dieses native Chiliöl mit Piri Piri, das ist auch für Marie. Das tue ich ihr in ihren Kakao dann rein und ja. So, Dankeschön, Bierschanga, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für die Samyang-Nudeln vor allem. Cheese esse ich ja gerne, ist meine Lieblingssorte. Too spicy, richtig brutal. Aber du hast doch nur Three Spicy und Kartoffeln. Jetzt dachte ich, er ist in den Karton gegangen. Hab ich mir erwischt. Jetzt ist er im Karton. Adi, Schatz, alles Gute. Oder auch nicht. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vor Ort, euer Ramses. Und lasst die Katzen in Ruhe. Ciao.